Jo, was geht ab, Freunde? Willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich direkt mal eine Frage beantworten, die immer und immer wieder gestellt wird. Wo ist Paula? Hi. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg ins große Shopping Center, Madeira Shopping. Und ich dachte, wir vloggen ein bisschen nebenbei. Paula hatte auch Bock und deswegen geht's jetzt los, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden. So, mein Schatz. Willkommen bei Madeira Shopping. Aber du warst ja schon mal kurz, ne? Ja, kurz mit Theo. Ja, genau. Ja, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen bummeln, gucken, was so geht. Ob wir irgendwas finden. Mal sehen. Sag mal, hast du eigentlich irgendwas, was du brauchst? Also ich brauch gar nichts. Eine Sonnenbrille. Du hast so eine auf dem Kopf? Ja, trotzdem. Ja, also, das hier ist jetzt Madeira Shopping. Es ist... Ja, Fokus. Möchtest du irgendwann auch fokussieren vielleicht, hm? Was hast du denn da? Gut. Was? Ist die Farbe schön? Ja, ist ein schönes Schwarz, der Bügel. Schön. Schatz? Ja? Brauchst du nichts? Nein. Ungewohnt, ne? Ist alles okay? Ja. Geht's dir gut? Okay. So, endlich mal ein Laden für Männer. Also, wie man sehen kann, das ist hier einfach richtig geil. Hier gibt es halt so Sachen, die es in Deutschland in einem Mediamarkt oder in einem Saturn oder in irgendeinem Elektroladen einfach nicht geben würde, wie zum Beispiel solche Musiksachen und so ein Kram. Das heißt, selbst wenn mir mal ein XLR-Kabel fehlt, kann ich hier hingehen und krieg hier sogar XLR-Kabel. So, das hier wäre ein Kino, bringt uns nur nichts, weil Filme auf Portugiesisch, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. So, und für die Apple-Anhänger, hier gibt's auch was. So, und jetzt gehen wir nochmal nach Worten, denn Worten kennt ihr schon, also nicht diesen hier, sondern bei La Vie. Das ist ja auch ein Worten. Also La Vie ist das andere Kaufhaus, da gibt es auch ein Worten. Einfach viel entspannter als so ein Mediamarktladen oder so. Also sorry, nichts gegen Mediamarkt oder Saturn, aber hier ist halt alles so ein bisschen, das hier ist nicht so überlaufen. Mir ist das richtige Wort in Worten eingefallen, also im Worten. Also verstehst du, das Wort im Worten. Aber man muss immer darauf achten, portugiesische Tastatur, also sowas wie so ein Laptop und so, kannst du dir hier natürlich leider nicht holen. Aber die Auswahl ist brachial. Gaming-Zeugs, Wasserkocher, mega nice, oder? So ein Wasserkocher, Schatz. Jetzt einen Wasserkocher kaufen, Alter. Boah, irgendwann möchte ich so einen Kühlschrank haben. Magst du diese Kühlschränke, diese altamerikanischen Looks? Ja, hat was, ne? So 50er-Jahre-Zeugs, ne? Ich finde das so geil. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Ich habe gar nichts gefunden. Paula hat was gefunden. Einen schönen Rock, ne, zwei. Zwei. Und ich habe leider nichts gefunden.